Topfgucker TV empfiehlt. Also, wir haben heute Spiegel kaufen, geschuppt, alle Schuppen entfernt und wir werden ihn jetzt halbieren. Muss man vorsichtig rangehen, weil die geht wirklich auseinander. Ich zeig das nochmal genau. Zack. Jetzt ist der Karpfen gesäubert und als nächstes entfernen wir die Kiemen und die Augen. Also ich mag das nicht, wenn mich immer ein Fisch anschaut. Also Augapfel und die Kiemen. Zack. So, wichtig ist salzen. Und mit dem Salz nicht zu sparsam umgehen. Die werden knusprig, die kann man richtig schön genießen. So, als nächstes kommt der Karpfen ins Mehl und das schön die Flossen. Hier kann man schön in die Augenhöhlen greifen. So, jetzt ziehen wir nochmal hier durch. Jetzt wird er durchs Wasser gezogen. Und wieder in den Semmelbrösel. Zack. Und jetzt kommt der Karpfen in das heiße Fett. Ich sage immer, ein Drittel Butterschmalz, ein Drittel heißes Fett, Öl. Ganz nach Belieben. Sie können nur weniger Butterschmalz nehmen, aber Butter gehört dazu. So, und jetzt aufpassen, es ist sehr heiß. So. Du kannst ja schon immer was dazu sagen, was deine Beilage empfiehlt oder irgendwas. Genau. Also als Beilage machen wir einfach einen kleinen Gurkensalat dazu. Wir machen dazu etwas Kartoffelsalat ohne Mayonnaise. Das wäre super, wenn Sie das beachten würden, weil das wird einfach zu fettig. Wir wollen ja mit dem Salat, soll erfrischend wirken. Und dann ist Gurke, Tomate und ich habe noch Mairübchensalat. Da haben wir vier verschiedene Variationen. Das ist richtig, richtig lecker. Dann durchs Wasser und in die Semmelbrösel. Und immer die Flossen schön zur Seite stellen, damit die auch richtig paniert werden können. So. Jetzt ist unser Karpfen schön durchgebacken. Am besten ein bisschen abtropfen lassen. Jetzt kommt er rüber. Zack. So. Aber man riecht den Butterschmalz, die Frische, wunderbar. Der Butterschmalz und ein frischer Karpfen, also frisch schlachten, nie 5 Tage im Kühlschrank lassen. Zum Anrichten ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt Zitrone. Zack, zack. Petersilie. Und Sie können servieren. So. Und die Rezeptkarte für den leckeren Karpfen gibt es bei mir natürlich im Dresdner Kaffeestübchen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de